Moin Giorno und willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Heute nehme ich euch mit in die Tex-Mex-Küche und wir machen heute Quesadillas. Quesadillas, das setzt sich zusammen aus Tortillas und Käse, Quesa. Ja, und wir machen heute eine Variante natürlich noch mit Fleisch. Und zwar gibt es ein tolles Flanksteak als Füllung. Tex-Mex-Gerichte, das ist ja eher die schärfere Gangart. Ich mache das in so einer mittleren Schärfe. Wenn ihr das schärfer mögt, nehmt einfach mehr Gewürze. Wenn ihr das nicht ganz so scharf mögt, probiert es trotzdem mal. Aber nehmt von den Gewürzen ein bisschen weniger. So, und was wir heute denn davon alles brauchen, das zeige ich euch jetzt auf dem Tisch. An Zutaten brauchen wir natürlich erstmal Tortillas. Hier habe ich 3 Weizen-Tortillas. Wir brauchen auch eine Pfanne. Dann habe ich hier Öl zum Anbraten. Und hier, Freunde, mein Tex-Mex-Gewürz. Das Video dazu, wie ich das gemischt habe, das blende ich euch mal hier oben ein. Dann brauchen wir natürlich Quesa-Käse. Ich habe jetzt hier Mozzarella. Der schmilzt richtig gut. Der ist geschmacklich jetzt nicht so kräftig, aber vom Schmelzgrad richtig gut. Ja, und ein bisschen für die kräftige Note habe ich dann hier Cheddar. Ihr könnt eigentlich an Käse nehmen, was ihr mögt. Ich habe jetzt heute diese Kombination. Den habe ich auch fertig gehobelt gekauft. Eigentlich bin ich ein Fan davon, das selber zu hobeln. Aber leider habe ich gestern keinen Cheddar bekommen. Ja, und beim Mozzarella ist es einfacher, wenn man den gehobelt nimmt, weil aus den Stücken schneiden ist nicht ganz so einfach. Und dann brauchen wir noch Chipotle in Adobo, Freunde. Das Video dazu, das blende ich euch mal hier oben ein. Eine richtig geile Würze aus der Tex-Mex-Küche. Chipotles, geräucherte Jalapenos in Adobo, das bedeutet in Marinade. Richtig geil. Und als Füllung nehmen wir weiterhin noch einmal hier klein geschnittene Paprika und auch rote Zwiebel. Und was das Quesadilla zu einem Steak-Quesadilla macht, das ist hier natürlich ein schönes Flanksteak. Die Zutaten, die ich hier heute verwende, die schreibe ich euch wie gewohnt natürlich unten in die Videobeschreibung. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um das Flanksteak. Das habe ich hier von der Römer Slagterie vom Simon Oelzer bekommen. Der ist da in West-Süd-Dänemark. Ein super geiler Schlachter. Und Freunde, der hat mir gestern diese Schürze geschenkt. Ist das nicht geil? Weil ich gerade, Simon, die ziehe ich heute mal an. Grüße gehen raus. Also wenn ihr mal in West-Süd-Dänemark seid, oder Jütland, West-Jütland, auf Röme, einer der besten Schlachter, die ich da kenne. Ja. Und dann packen wir das mal aus hier. Ne, Flanksteak erkennt ihr immer an der groben Faserung. Ist ja quasi der Bauchmuskel oder der Bauchlappen vom Rind. Duften uns das Ganze mal ein bisschen ab hier. Ich brauche heute nicht so ein großes. Da habe ich das Kleinste genommen, was ich bekommen konnte. Wenn wir Flanksteak zubereiten, denkt dran, damit die Fasern, wenn sie gleich erwärmt werden auf dem Grill, sich nicht zusammenziehen und so eine Schiffchenform bilden. Deswegen ritzen wir das Ganze einmal gegen die Faser leicht mit dem Gewicht vom Messer auf oder ein. Das machen wir auch einmal quasi rautenförmig und das Ganze von beiden Seiten. Würzen werden wir jetzt nicht. Ich habe übrigens eins meiner allerersten Videos, also müsst ihr mal reingucken, das war glaube ich das 5. Video irgendwann 2019. Da habe ich quasi eine Anleitung gemacht, wie ich Flanksteak grille. Das Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Seht es mir nach, war noch nicht so die gute Qualität, auch noch alles in einer Kamera. Und wenn ihr das Video guckt, ne, dann kommentiert mal mit Hashtag ich war hier. Dann sehe ich, okay, ihr habt euch das Video nochmal angeguckt und ja, back to the roots, Leute. So, wie gesagt, das Flanksteak würzen wir jetzt nicht. Normalerweise würze ich das, weil das wird im Nachgang gewürzt mit meinem Tex-Mex-Gewürz. Ich habe drüben schon den Kugelgrill in Gang und dann werden wir jetzt das schöne Steak einmal schön scharf anbraten und dann auf 52 Grad Kerntemperatur ziehen. Normalerweise empfehle ich für Flanksteak so 54, 56, aber da wir das Ganze ja in dem Tortilla machen, gehen wir jetzt erstmal mit der Kerntemperatur runter. So, und dann ab zum Grill. Ich nutze heute hier meine Weberkugel. Moment, Freunde, das ist ja gar nicht meine. Die gehört nämlich der Grillshow und das ist die Grillshow-Kugel aus dem Video 001. Lieber Johnny, wann holst du die endlich ab? Ich hoffe, die wird nicht bei mir überwintern. Also mach einen Termin mit mir aus. Die Vorbereitung von dem Grill habe ich so gemacht, dass ich rechts ein direktes Setup habe mit den Kohlen. Und auf der Seite habe ich hier ein indirektes Setup. Und dann werden wir mal das Fleisch auflegen. Wenn wir schön scharf angrillen. Ich nutze im Kugelgrill immer gerne diese Kohlekörbe. Damit bin ich relativ variabel. Ich kann im Endeffekt nochmal Kohle nachlegen. Ich kann auch mal einen Kohlekorb rausnehmen, wenn ich nicht so viel Temperatur brauche. Ich kann auch mal die Kohlekörbe umpositionieren, meinetwegen rechts und links ein, damit ich in der Mitte zum Beispiel eine indirekte Zone habe. Also
Die kann ich euch empfehlen. Wenn ihr die nicht habt, besorgt euch die. Einen Link unten findet ihr bei mir in der Videobeschreibung dazu. Und das werden wir jetzt pro Seite ungefähr 3 Minuten mal scharf angrillen. Idealerweise könnt ihr euer Flanksteak auch noch vorher einölen. Habe ich jetzt darauf verzichtet, weil ich habe hier gerade vorher schon was gemacht. Die Roste sind jetzt schon eingeölt gewesen. Das merkt man auch, wenn ich hier mal gucke. Ja, da backt nichts fest. Ich verwende ja gleich nachher meine Tex-Mex-Mischung. Und ich möchte eigentlich nicht, dass schon Öl am Fleisch ist. Denn das Öl verhindert so ein bisschen, dass die Gewürze an das Fleisch gehen. Und um das zu vermeiden, habe ich jetzt hier kein Öl verwendet. Das Ganze machen wir nach Auge. Ein paar Röstaromen soll es bekommen, das reicht mir noch nicht. Nochmal so als kleinen Lifehack oder als Tipp. Wenn ihr Angst habt zum Beispiel, dass euer Fleisch irgendwo festbackt, bei Hähnchen hat man das ja häufiger so, einfach häufiger wenden. So, ungefähr 6-7 Minuten später. Kerntemperatur passt, ihr merkt das auch, ne? Das ist noch nicht ganz fest. Wir liegen jetzt ungefähr so bei um die 50 Grad. So, legen wir uns das mal aufs Brett. Das darf jetzt ein bisschen abkühlen. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Pfanne. Ich nutze jetzt hier eine Gusspfanne. Auch die stellen wir jetzt auf die direkte Hitze. Und da geben wir jetzt erstmal ein bisschen Öl rein. Und dann braten wir uns im Öl jetzt erstmal die Zwiebeln an. Da müsst ihr noch gar nicht warten, dass das Öl richtig heiß wird. Weil so bleiben die Zwiebeln meiner Meinung nach ein bisschen süßer vom Geschmack. Und da war ein Moment, bis es richtig heiß wird. So, dann geben wir mal schön die Paprika hinzu. Und die Paprika und die Zwiebeln. Die lassen wir jetzt so richtig schön ein bisschen weich braten. Schön andünsten, weil das nimmt mich nachher die Füllung mit für unsere Quesadillas. Dann habt ihr euch wahrscheinlich schon gewundert, warum ich das gar nicht gewürzt habe, Freunde. Das tun wir nämlich jetzt, und zwar mit meinem Chipotle in Adobo. Freunde, das riecht richtig geil. Hier ist auch alles drin, was ordentlich Power hat. Chipotle, Knoblauch, Tomate, Gewürze, richtig geil. Und da geben wir jetzt mal eine gute Portion von dazu. Je nachdem, wie scharf ihr das mögt. Mal ein bisschen geht noch. Und dann rühren wir das mal als Würze mit rein und braten das auch noch so kurz mit an. So, wenn wir gleich so ein paar richtige heiße Gerüche, sag ich mal, in die Nase kommen von der Chipotle, dann reicht's auch. Dann nehmen wir die auch gleich runter. Tex-Mex-Dampf. Das Chipotle in Adobo, das könnt ihr natürlich auch kaufen, aber ich habe es mir halt selber gemacht. Ungefähr die dreifache Menge zu dem Preis, wo ich hätte eine Dose ungefähr kaufen können. Also das, wenn man das mal nutzen möchte, lohnt sich das wirklich selber zu machen. Wobei ich auch schon die Chipotles im Internet bestellt habe. Aber das findet ihr alles unter dem Video. Unter dem Chipotle in Adobo Video. So, eine Minute später ungefähr. Jetzt ist der Punkt, wo ich es runternehme. Die Masse ist schön schlotzig geworden. Die Chipotle hat noch mal so ein bisschen ihre Aromen abgeben können an die Pfanne. So, zurück am Tisch. Hier unser Flanksteak. Das werden wir jetzt erstmal in Tranche schneiden. Ne, die Faser geht so. Machen wir erstmal schön Mittelschnitt. Das Flanksteak hat natürlich jetzt Zeit gehabt, ordentlich zu ruhen. Das ist auch schon abgekühlt. So, Freunde, seht ihr? Schön rosa. Damit diese Streifen jetzt groß sind, schneide ich das noch mal einmal quer gegen. Und dann schneide ich mir hier schöne, feine Tranchen runter. Ja, natürlich immer quer gegen die Faser. So, das dürfte ungefähr reichen. Verteile ich das jetzt mal hier. Den Teil lassen wir natürlich nicht verkommen. Der geht noch woanders weg. Dann habe ich ja hier mein Tex-Mex-Gewürz. Und dann gehen wir mal einen guten Esslöffel hier rüber. So, das gibt auch noch mal ordentlich Schärfe. Das Ganze vermenge ich jetzt noch mal so ein bisschen. Und dann starten wir mal mit, unseren Quesadilla zu bauen. Dafür brauche ich natürlich so einen Tortilla-Wrap. Dafür gibt es zwei Varianten. Die amerikanische Version sind zwei Wraps übereinander. Ich mache aber die mexikanische Version. Das heißt, wir belegen nur eine Seite und klappen. Unten auf der einen Seite kommt schön was von dem Mozzarella hin. Ne, das ist Quesadilla, da braucht ihr nicht mit sparen. Ne, da soll eine schöne Lage sein. Der hält nachher auch schön den Quesadilla zusammen. So, dann legen wir uns von unserem Steak hier was rauf. Ja, da könnt ihr so viel raufpacken, wie ihr mögt. Ich mache mir eine Schicht, das reicht. Dann von meiner Füllung, von meinem Gemüse.
Und oben dann Cheddar. Na, überall was hin. Der Käse ist quasi der Klebstoff im Ganzen. So, befüllt haben wir es. Dann klappen wir es um. Drücken das Ganze so ein bisschen zusammen. Und dann haben wir hier unseren ersten fertig. Und jetzt mache ich mit den anderen das genauso. So, meine drei Quesadillas sind gefüllt. Ist noch so ein bisschen Flanksteak übergeblieben. Also ein Flanksteak reicht dann ungefähr für 4 Stück. Ja, wie ihr seht, der erste ist ein bisschen voller, das wird dann mal ein bisschen weniger. Also versucht das ein bisschen gleichmäßiger zu machen wie ich. Ich gehe jetzt wieder zurück an den Grill und dann werden wir die schön angrillen. Wichtig war dabei auch nicht deswegen das Flanksteak, dass das noch nicht auf Medium ist, so wie es am liebsten mag, weil das Ganze jetzt nochmal angegrillt wird. Ne? Und da zieht es quasi nochmal die Endtemperatur. So, aber nicht lang schwafeln, rüber an den Grill. So, dann nehmen wir mal den Deckel ab, gucken mal, was die Hitze noch macht. Ich hoffe, die hält noch. Wir brauchen jetzt ja auch gar nicht mehr so viel Hitze. So, dann gucken wir mal, ob ich jetzt hier meine Quesadillas auch ordentlich raufkriege. Den dicksten, den grillen wir uns jetzt erstmal zuerst an. Dann natürlich den zweitdicksten. Ordentlich drücken nochmal. Und den anderen, den dritten, den lege ich schon mal indirekt. Ziel ist natürlich, dass der Käse schmilzt, dass das Ganze nochmal schön warm wird. Den Deckel habe ich zwischendurch mal wieder draufgelegt, so für die indirekte Hitze. Gucken wir mal nach, wie es jetzt aussieht. Die beiden sind schon fertig, die ziehen jetzt ein bisschen nach. Der kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen Bräune. Und damit die anderen schön warm bleiben, legen wir wieder den Deckel drauf. Im Endeffekt ist wichtig, dass der Käse schmilzt und bisschen die Tortilla außen ein bisschen kross ist. Jetzt ist es, glaube ich, soweit. Schauen wir mal nach. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ja, das reicht mir. So, dann bin ich mal gespannt, wie sie schmecken. Also ein kleines Tortenstück. Freunde. Tropft sehr gut durch den Käse natürlich. Und dann werde ich mal probieren. Und schön heiß. Aber Freunde, Schärfe im mittleren Grad. Hätte ich fast ein bisschen anders gedacht. Ist aber wirklich im mittleren Grad. Wenn ihr Schärfe haben wollt, noch mehr Gewürz rein, noch mehr Chili in Adobe. Chipotle in Adobe. Also richtig lecker. Also wie gesagt, ich stehe auf Tex-Mex-Küche. Ist relativ schnell. Kein großer Aufwand. Tortillas sind immer geil, Wraps oder sowas. Ne? Also kann man echt mal machen. Und mit Steak natürlich noch geiler als mit nur Käse, finde ich auch. Könnt das Ganze natürlich auch noch mit Hühnchen machen. Meeresfrüchte könnte ich mir auch gut vorstellen. Na, oh boy, jetzt kommt im Nachgang doch noch mal ein bisschen die Schärfe nach, aber angenehme Schärfe. Wir werden das Ganze jetzt schon essen, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ihr kennt das Prozedere, Leute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten auch, ist auch okay. Schreibt dann auch unten einen Kommentar rein, warum es euch nicht gefallen hat. Schreibt natürlich auch einen Kommentar rein, wenn es euch gefallen hat. Auf der Seite blende ich euch nochmal 2 Videos zum Weitergucken ein und hier vorne könnt ihr noch ein Abo geben. Dann seid ihr nämlich nächste Woche Mittwoch wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillkutsch-Gerrit-Tag. Ciao.